Hallo, einen schönen guten Morgen hier vom Comersee. Ja, was will ich mit euch teilen? Ich will gerne mit euch ein paar wichtige Inputs, Erkenntnisse, Klarheiten aus der Rising Up Mastermind teilen. Rising Up ist ja meine 3-Monats-Mastermind, die dich in deine wahrhaftige Identität führt, dass du erkennst, wie großartig, wie wertvoll, wie fehlerfrei, wie wunderbar, wie in Fülle du gedacht bist, in Wahrheit. Und das bedeutet eben, dass du deine ganze menschliche Identität ablegen musst, quasi hinter dir lassen musst, eine Neugeburt zulassen musst, alle einschränkenden Gedanken und Vorstellungen, die von dieser Welt sind, von dieser menschengemachten Human Design Welt sind, hinter dir lässt und erkennst, dass es alles nichts anderes als Lügen sind. Die Urlüge, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, die Urlüge, dass du dich für irgendetwas schämen müsstest, was dich in Wahrheit ausmacht. Diese Lüge gilt es so tief aufzudecken, dass du nicht mehr drauf reinfällst, dass du nicht mehr Annahmen und Rückschlüsse ziehst, die sich genau dahingehend richten, die sich dahin richten und dir sagen, ja, du bist schuld, du musst dich schämen. Als wahres Wesen bist du schamfrei und schuldfrei. Und die Scham und die Schuld, die ist nur einzig und allein dem geschuldet, dass du eine falsche Ansicht über dich hast, dass du eine falsche Einstellung zu dir selber hast, dass du eine Einstellung hast, die eben von dieser Welt ist, die in Zeit und Raum und Ort denkt. Und der Schlüssel, das zu verändern, ist ein Denken in Energie. Und wenn du begreifst, dass jede Sache, die geschaffen ist, jede Schöpfung einfach erstmal Energie war, kannst du dich vielleicht darauf einlassen. Und woher kommt diese Energie? Diese Energie kommt aus deinen Ansichten und aus deinen Vorstellungen, aus deinen Meinungen und aus deinen Überzeugungen. So generierst du die Energie, die sich manifestiert. Andere Werkzeuge gibt es nicht, die hast du nicht. Du kannst Werkzeuge brauchen, um Meinungen, Überzeugungen, Rückschlüsse, Annahmen zu verändern, damit du dir wirklich eine tiefgreifende Veränderung erlauben kannst, brauchst du natürlich Gründe, weil unser Verstand funktioniert nun mal analytisch. Also musst du deinem Verstand Gründe, Klarheiten, Wahrheiten, Erklärungen geben, dass er aufhört, dich schlecht zu machen, dass er aufhört, dir die Ursünde einzureden. All diese Rückschlüsse, die dich klein machen, die dich schlecht machen, die dich nicht genügen lassen, sind verlogen. Und das Einfachste, was ich immer wieder sage, ist, wie gehst du um mit einem Menschen, der dir wirklich Lügen auftischt? Der dir wirklich, wirklich Lügen auftischt. Und die meisten, und das ist nämlich das Problem bei dieser Sache, die versuchen, einen Lügner zu belehren durch Widerstand, durch Kampf. Aber jetzt überleg dir mal, dieser Widerstand und dieser Kampf zeigt ja dem Lügner, dass du ihm irgendwie glaubst, dass du ihm irgendwie Macht gibst. Weil wenn er keine Macht hätte, wenn der Lügner einfach nur so unfasslich falsch läge, würdest du eigentlich nur mit einem süffisanten Lächeln an diesem Lügner vorbeigehen und würdest denken, oh mein Gott, that's it. Aber die Haltung, gegen Lügen kämpfen zu müssen, die Haltung gibt den Lügen eine Existenz.
Diese Lügen existieren weiter in deinem Universum. Diese Lügen sind da. Weil wenn sie nicht da wären, müsstest du sie nicht bekämpfen. Und wenn du es jetzt schaffst, in eine Realität der Wahrhaftigkeit zu hüpfen und wirklich daraus living in the end, Neville Goddard, zu denken, was würdest du machen, wenn irgendein Schild begegnet dir, wo eine riesengroße Lüge draufsteht? Bist du die Person, die aus dem Auto springt, eine Spraydose holt und dieses Schild besprayt? Oder bist du die, die einfach vorbeifährt und sich darauf freut, wo sie hinfährt, sich darauf freut, was ihr Leben ihr liefert? Egal, ob da Schilder am Wegesrand sind, die dem widersprechen. Du wirst sie nicht mal mehr sehen. Du wirst es nicht mal sehen. Du wirst es nicht mal wahrnehmen. Es wird in deiner Realität nicht mehr auftauchen. Und diese Haltung darfst du einnehmen. Es ist dein Leben, es ist dein Universum. Und in dem Moment, wo du aufhörst, gegen das Unerwünschte zu kämpfen, begnadigst du es. Und wenn etwas begnadigt ist, dann kann es gehen. Und das ist diese Krux in unserem Kopf, die geübt werden muss, wo nicht von heute auf morgen sich abschalten lassen will, weil es ist eine Realität, die war da. Es ist eine Realität, die ist auch immer weiterhin da. Sie steht dir zur Verfügung. Du darfst dort leben, du darfst dort eintreten in diesen Mangel, in dieses unschöne, in dieses unterdrückte Gefühl, in dieses ausgelieferte Gefühl, in dieses nicht geliebte Gefühl, in dieses nicht anerkannte Gefühl. Diese Realität steht dir immer zur Verfügung. Ich nenne sie menschlich gemachte Realität, Human Design. Die basiert auf der Annahme, dass Form, Zeit und Ort ein Faktor ist. Aber in dem Moment, wo du diesen Faktor rausnimmst, Zeit, Ort und Form, was ist dann? Dann bist nur noch du da, ganz allein, in Energie. Und was ist deine Energie? Deine Energie sind deine Gedanken, Annahmen, Ansichten, Überzeugungen und Rückschlüsse. Das ist deine Energie, das ist dein Charisma, das ist deine Aura. Es ist dann nichts Hokuspokusmäßiges zu machen und zu tun und zu glauben, es existiert da etwas außerhalb von dir. Alles, was existiert, ist deine Ansichten, deine Meinungen, deine Rückschlüsse, deine Gedanken, deine Überzeugungen. Das ist einzige Existenz. Es gibt außerhalb von dem keine Existenz. Und wenn du jetzt aufhören möchtest zu leiden oder im Mangel zu sein, musst du einfach, ich weiß, es ist nicht einfach. Das Prinzip ist aber einfach. Und das Prinzip zu verstehen ist auch einfach. Und es umzusetzen ist ein bisschen weniger einfach, weil ich halt immer wieder klare Entscheidungen treffen muss. Ja, es ist Fakt. Mangelgedanken sind meine Mangelgedanken. Leidensgedanken sind meine Leidensgedanken. Überzeugungen, ich glaube daran. Dass Trennung leidvoll ist, zum Beispiel. Ich glaube, dass Trennung von einem Menschen, ich habe ganz, ganz viele Klientinnen, die kommen zu mir, die finden mich, weil sie eine spezielle Person zurück manifestieren wollen in ihr Leben, weil sie eben glauben, dass durch diese Auflösung der Trennung zwischen ihnen und dieser Person das Leiden endet. Wenn da eine Vereinigung wieder stattfinden würde, wenn der geliebte Mensch im Leben wäre. Aber das ist natürlich auch wieder nur eine Bedingung, eine Vorstellung. Und bei den wenigsten ist es dann nachher so, dass wenn dieser be bestimmte Mensch im Leben ist, dass sie dann glücklich sind, dass sie dann zufrieden sind, dass sie dann erfüllt sind. Und woran zeigt sich das? Dass meistens die Beziehung dann wieder auseinandergeht oder dass meistens die Beziehung eben doch nicht so glücklich ist und dass man dann halt meistens aus Mangel beieinander bleibt. Und wie viele Leute bleiben zusammen, weil sie nicht alleine sein können, weil sie Angst haben vor Trennung. Und dann nehmen sie Kompromisse in Kauf, nur um mit jemandem zu sein, nur jemanden an der Seite zu haben, nur um jemanden quasi in der Materie neben einem laufen lassen. Und sich dann einreden, da ist ja jemand. Aber meine Ansicht ist, da ist niemand. Da ist niemand, der mich unterstützt. Da ist niemand, der mich liebt.
Da ist niemand, der wirklich hundertprozentig all in ist. Und diese Ansicht wird sich nicht verändern, wenn du irgendeine Form von Mensch gefunden hast, der im Außen neben dir sitzt. Es wird im Inneren noch weiter die Leere und die Trennung bleiben. Aber warum mache ich dieses Spiel mit? Warum erzähle ich, ja, du kannst deinen SP wieder zurückhaben? Weil du deine spezielle Person jederzeit zurückhaben kannst, wenn du dich selber zurück hast. Wenn du bei dir bist, wenn du mit dir bist, wenn du hinter dir stehst, wenn du dich liebst, wenn du dich unterstützt, wenn du aus diesem Mangel rausgehst, aus diesem Mangeldenken, aus dieser Mangelwelt, aus dieser Mangelrealität, stehen plötzlich alle Menschen in der Form vor dir in deinem Leben, die du haben willst, weil du dieser Mensch bist, der weiß, der es verdient hat, der es verdient hat, geliebt und gewollt zu werden, weil er von sich selber diese Liebe und diese Unterstützung und diese Anerkennung, dieses Divine Design, diese Ansicht bekommt. Und dann ist es klar, dann ist es ein energetischer Match, wie es so schön heißt, dann ist es eine Manifestation im Außen von mir selber in einer anderen Form. Und deswegen sagt man auch immer, ich muss erst diese Beziehung mit mir aufbauen und mit mir erfüllt sein und mit mir diese Beziehung leben, die ich mit jemand anders leben will. Weil ich kann sie nicht mit jemand anders leben, wenn ich es nicht mal mit mir schaffe, weil ich bin der Nabel der Welt. Ich bin die, die kreiert, die generiert durch Ansichten, Überzeugungen, Meinungen, Rückschlüsse und Annahmen. It's me. It's me. Leben, das Leben ist ich. Und wenn da draußen Mangel ist, Mangel an Geld, Mangel an Liebe, Mangel an Anerkennung, Mangel an Unterstützung, Mangel an schönen Momenten, keine Ahnung, was es alles noch für Mangel gibt, Mangel an Gesundheit natürlich, Mangel an Lebensfreude, all dieser Mangel kommt aus meinen Ansichten, Überzeugungen und Rückschlüssen. Und Schicksalsschläge, auch Schicksalsschläge, kommen aus der gleichen Quelle. Aus mir. Aus mir, aus mir. Und Tod ist kein Schicksalsschlag. Leiden ist ein Schicksalsschlag. Tod ist kein Schicksalsschlag. Tod ist einfach die Auflösung von Form, Ort und Zeit. Und das ist das Normalste, was in einem energetischen Universum geschieht. Es bildet sich Form an einem Ort zu einer Zeit aus der menschlichen Perspektive. Aber aus der energetischen Perspektive ist es eben anders gedacht. Und wenn ich in dieser Kraft und in dieser Power bin, dann mache ich diese Wunder wahr. Dann weiß ich, ich kann jederzeit Form, Ort und Zeit generieren. Aber sobald ich Bedingungen und Voraussetzungen daran lege, nehme ich mir meine Macht, werde ich wieder klein. Werde ich wieder kaputt, werde ich wieder ausgeliefert, werde ich wieder Spielball des äußeren Welt, der Konditionen und Situationen. Und das ist Ermächtigung. Und Rising Up bringt dich in diesen Seinszustand. Rising Up bringt dich in die Fülle, in die Erfüllung, in die Unabhängigkeit von der äußeren Welt. Weil du kannst dich nicht von deinem alten Scheiß abhängig machen, den du in deiner menschlichen Denkweise erschaffen hast. Musst dich erst frei machen und dann wirst du nach oben floaten. Esther Hicks sagt das so schön, wie ein Korken, von dem man aufhört, ihn unter Wasser zu halten. Und wenn du dann loslässt, diese ganzen Bedingungen, diese Denkweisen, diese Einschränkungen, wenn du diese loslässt von dir, dann poppst du nach oben wie ein Korken, den man nicht mehr unter Wasser hält. Und Human Design ist ein Korken, der unter Wasser gehalten wird, in Einschränkungen und Beschränkungen und Bedingungen und Gründen. Das ist unser menschliches Design. Und es gibt sogar noch diese schöne gebastelte Annahmenkonstrukt, das sich auf Zeit und Ort aufbaut und wirklich Human Design sich nennt und dir klar machen will, dass du tatsächlich festgelegt bist anhand von Zeit und Ort. Überleg dir das mal als energetisch freier Mensch. Macht es nichts aus, wann und wo und zu welcher Zeit du geboren bist. Zeit ist kein Faktor, Alter ist kein Faktor. Es sind alles keine Faktoren und sie sind so, so wichtig in dieser human, menschendesignten Welt und generieren Leiden, aus denen wir rausspringen wollen mit unserem menschlichen Denken.
und mit Medizin und mit Einschränkungen und mit Protokollen und mit Maßnahmen und Methoden. Und dabei geht's halt nicht so. Alle, die es ewiglich probiert haben, die haben festgestellt, dass es halt so nicht geht. Und dann gehen sie einen anderen Weg. Und wenn sie all in sind für den anderen Weg, dann passiert Magie. Dann passiert Wunderheilung. Dann passiert Wundergeldzufluss. Dann passiert die Wunderbeziehung. Dann passiert all das Wunder, weil das Wunder ist ja schon da. Weil du bist ja das Wunder. Ich meine, was gibt's denn Wunderbareres, als zu erkennen, dass ich hier manifestiert bin in Form und in Körper und an diesem wunderschönen Ort und mit der Sonne und mit der Wärme. Und das ist doch ein Wunder. Aber das haben wir alle vergessen, dass wir dieses Wunder sind, das wir die ganze Zeit suchen. Und das heißt das. Das heißt das, wenn dir jemand sagt, du bist das Wunder, das du suchst. Und du bist da und es ist da. Es ist alles da. Es ist alles da. Und deinem Verstand das klar zu machen. Das ist der Weg, den ich Divine Design Reise nenne. Und Rising Up ist die Mastermind, in denen du 3 Monate dich da reinsetzt und dieses Wunder rausschälst, das du bist und aufhörst, den Korken, diesen wunderbaren Korken, den du bist, unter Wasser zu halten und deinen Griff löst und Rising Up dann machst, wie dieser Korken. Rising Up, du gehst nach oben. Und je nachdem, wie tief du dich verankert hast unter Wasser, je nachdem darfst du halt Schnüre, das ist, sagt man doch auch immer so schön, energetische Verbindungen, Schnüre kappen. Gibt's doch auch so eine Methodik aus der Spiritualität. Ja, das kannst du dir so vorstellen, diese Leinen zu lösen. Und je nachdem, wie vertaut du bist, wie verankert du bist in deinen Überzeugungen, wie komplex und fest du da drin dich reingegeben hast, desto mehr musst du halt abschneiden, lösen, loslassen. Und das machst du nur, wenn du weißt, wo du hinsteigst, was über der Oberfläche ist, wenn du aus dem Wasser rauspoppst. Und da ist Divine Design, da ist göttliche Magie und Fülle, da ist alles, was du dir suchst. Und es ist in dir, es liegt an dir, in dir, es ist alles angelegt, es ist alles vorbereitet. Du musst es nur machen, haben, sehen, erkennen. Und das ist Erleuchtung, das ist der sogenannte Aufstieg, das ist das, was die aufgestiegenen Meister gemacht haben. Es ist alles kein so großes Hokuspokus. Es ist keins, wo man denkt, man ist auserwählt, weil man versucht sich ja immer wieder eine Erlaubnis zu geben für diese grandiosen Erlebnisse, für das erfüllte Leben, weil man meint, dass es einem nicht zusteht. Und dann sage ich halt, ja gut, ich bin auserlesen, ich bin ein aufgestiegener Meister, ich bin heilig gesprochen worden und so weiter und so fort, weil mein kleines Human Design Mind tatsächlich noch glaubt, es braucht einen Erlaubnisgeber, um hier als das zu leben und aufzutreten und mich zu demonstrieren und zu dokumentieren, was ich ja sowieso schon bin. Du brauchst keine Erlaubnis. Du musst es nur sein. Und diese Erklärungen sind natürlich Erlaubnisgeber, die ich dir gebe in meinen Coaches und Mentoring, damit du loslassen kannst und merkst, wie sich das öffnet. Und das ist der Weg. Aber du könntest natürlich von heute auf morgen den ganzen Scheiß stehen lassen und nie wieder zurückschauen und ein Leben in Pracht und Fülle und Erfüllung leben, genauso wie Aschenputtel. Ich hatte es ja auch ganz schön schnell gemanagt. Die hatte zwar diesen Prinzen als Erlaubnisgeber, aber wer weiß schon, ob sie sich diesen Prinzen nicht einfach nur vorgestellt hat und dann so in diesen Ballsaal gegangen ist und dann tatsächlich ihren Prinzen dort gesehen hat. Wahrscheinlich war es so. Weil so funktioniert es. Vorstellung, Vorstellung, Vorstellung ist unsere Power, unsere Macht und unsere Kraft. In diesem Sinne, wenn du Begleitung möchtest, eine wunderbare Gruppe von Frauen, geht diese Rising Up Reise. Jetzt wäre noch der Moment, um einzusteigen, um dabei zu sein. Am Montag ist erst unser zweites Coaching. Alle Coachings sind sowieso aufgezeichnet. Du kannst einsteigen, wann du möchtest. Der Preis wird sich verdoppeln, weil es ein 1 zu
1:1 Coaching dabei, hat jeden Monat für dich auch noch. Und das ist ein unglaublicher Booster von unermesslichem Wert. Und ich freue mich auf diese Frauen, die gehen wollen für sich und die Arbeit machen und nicht meinen, ich mache Hokus Pokus und dann verändert sich alles. Es ist Hokus Pokus, aber das machst du. Und du machst es, weil du mit uns bist und weil du dich da gut und richtig fühlst. Und wenn dieser Rahmen unserer geschützten Gruppe sich dann auflöst, darfst du in der Lage sein, dir selber so einen Rahmen zu bauen und du selber die Kraft und die Schöpferrolle, die Leaderrolle, die Raumrolle für dich selber einzunehmen. Hier, Rising Up, ist eine Krücke, die eigentlich niemand braucht. Aber es ist doch manchmal leichter, mit Krücken oder Stützrädern fahren zu lernen, als sich permanent auf die Schnauze zu legen, bis man es letztendlich gelernt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis bald.